Hallo und herzlich willkommen hier auf The Big Greek, eurem Kanal zur gepflegten Vermittlung königlichen Wissens. Im folgenden Video schauen wir nochmal zum Super United Rapid and Blitz nach Zagreb, Kroatien, der dritten Etappe der Grand Chesto. Ich hatte gestern die Partie analysiert zwischen Magnus Carlsen und Shahrkhriar Mamedjarov. Heute schauen wir uns allerdings eine Partie an zwischen Jan Nepomniachtchi und Wesley So. Es ist natürlich eine Blitzpartie, das war jetzt der vierte und letzte Tag der Veranstaltung. Zuerst 2 Tage Rapid, dann 2 Tage Blitz, 5 plus 2 die Bedenkzeit. Am Ende erfahrt ihr natürlich auch, wer das Turnier gewonnen hat. Jan Nepomniachtchi, der russische Großmeister, der sich für die WM qualifiziert hat. Er war natürlich enttäuscht, nachdem Magnus Carlsen zurückgetreten ist, beziehungsweise mitgeteilt hat, dass er den WM-Titel nicht verteidigen wird. Und so wird Nepo gegen Ding Liren spielen müssen. Ich habe diese Partie ausgesucht, weil ich sie sehr spannend fand. Sie ist zwar ja, voller Fehler, kann man ruhig sagen, aber sie ist sehr kreativ und zeigt so ein bisschen auch Nepos Spielwitz. Wenn er kreativ spielt, wenn er ohne groß ja, zu rechnen spielt, sehr, sehr interessant. Gehen wir rein. C4, englische Partie, Springer F6, G3, C5, Läufer G2, Springer C6, alles normale Entwicklungszüge, Springer F3, D5, Kampf ums Zentrum, C schlicht D5, Springer schlicht D5, Springer C3, G6, möchte den Läufer fianchettieren und jetzt kommt hier H4. Das ist beileibe nicht der einzige Zug, aber einer von mehreren möglichen Zügen. Weiß möchte natürlich jeder. Nimmt die Einladung an und sagt, ja, du möchtest da fianchettieren, dann greife ich dich direkt an. Schwarz blockt das häufig mit H6 ab, nicht mit H5. Häufig wird gefragt, so, ja, wie soll man denn sowas abblocken? Wie soll man reagieren? Es gibt nicht immer die eine Lösung. Also manchmal lässt man stehen, manchmal spielt man H6. Und manchmal spielt man H5. Es gibt nicht die pauschale Lösung. Das ist ein sehr konkretes Spiel. H5 hat den Nachteil, dass hier das Feld G5 abgegeben wird. Und deswegen wird das nicht so gerne gemacht. Na, oder gilt nicht als so gut. Also wenn, dann wird hier H6 gespielt. Und auf H5 vermute ich mal G5. Muss mal schauen. Oh, gibt so gut wie keine Partien dazu. Genau, G5 wäre das. Muss der logische Zug sein. Aber wie gesagt, hier Wesley So spielt Läufer G7. Man muss nicht unbedingt den weißen Haarborn blocken. Nepo schiebt den Haarborn weiter vor. H5, Läufer F5. Und jetzt sehr interessant, es wird nicht auf G6 getauscht, sondern weiter H6 hier. Die Reise des Haarborn, ne, geht weiter bis nach H6, greift den Läufer an und der geht jetzt nach F6. Jetzt kurze Rochade. Lustiger Bauer hier, der auf H6 gelandet ist. Kurze Rochade auch. Und jetzt sehr interessant hier, Springer H2. Das ist alles schon gespielt worden. Greift hier den Springer auf D5 an und zwingt Schwarz zu einer Entscheidung. Den Springer auf, ja, irgendwas mit dem Springer auf D5 zu machen. E6 ist ein großer Fehler wegen G4, vermute ich mal, ja. Dann hat der Läufer kein Feld, ne? Der Springer muss schon ziehen. Der Springer schlicht C3 würde nur das weiße Zentrum stärken. Wobei hier D schlicht C3 geschieht und Weiß hat das Feld D4 sehr gut unter Kontrolle, halt auch direkt den Läufer frei. Ne, Springer C3 macht man auch in der Regel nicht. Springer B6 zog hier Wesley So. Die Alternative wäre Springer C7 gewesen. Aber gut, beides ungefähr gleichwertig. So, jetzt spielt er hier Springer E4. Geht hier voll auf das Läuferpaar. Greift den C5 an. Und den F6. Weiß muss auf E4 nehmen. Nein, was es muss. Läufer D4 wäre eine Alternative, aber ich kann mir vorstellen, dass E3 hier nicht so schön ist, oder? Ja, wobei die Engine sagt, dass das hier auch okay ist. Für Schwarz. Okay.
Also Läufer D4 wäre eine Alternative gewesen, aber Wesley Sohn nimmt raus auf E4, Läufer E4, Läufer E4. Dame D7, Entwicklung. Und hier etwas überraschend verpennt Weiß D3 zu spielen, um den Läufer endlich mal frei zu bekommen hier. Ne? Natürlich gibt es diesen Druck gegen B2, das heißt, Weiß kann noch nicht den Läufer nicht so früh rausziehen. Man müsste Turm B1 eventuell ziehen, aber D3 wäre schon wichtig gewesen. Stattdessen Läufer G2 und das nutzt jetzt Schwarz aus. Hier könnt ihr mal überlegen, was ist strategisch ein guter Zug für Schwarz? Nachdem Weiß kein D3 gespielt hat. Das ist natürlich jetzt ein sehr konkreter Hinweis von mir. C4. C4 ist sehr lästig. Strategisch, nicht taktisch. Wenn ich jetzt den D-Bauern vorziehe, dann schläge ich da natürlich immer. Also D3 zum Beispiel. Und, also hier hätte ich schon ein bisschen Sorgen, Turm F oder Turm AD8, ne? Dann gibt es hier Probleme mit dem D3. So, was macht hier Weiß? Springer F3 erstmal zurück. Turm FD8. Dame C2. Turm AC8. Da sieht alles sehr vernünftig aus. Schwarz steht sehr harmonisch. Alle Figuren entwickelt. Dame E4. Weiß dagegen hat noch Probleme mit hier mit dem Läufer auf C1, ne, und den Türmen. Also Schwarz steht hier besser. Es geht weiter mit Dame D5. Das ist tatsächlich ein guter Zug. Tauscht die beste weiße Figur, die im Zentrum steht. Dame D5, Springer D5. Turm B1. So, Schwarz, Weiß möchte sich jetzt langsam befreien, ne? Mal gucken, ob ihm das gelingen wird. Springer CB4. Das ist kein besonders guter Zug. Greift hier natürlich A2 an, aber Schwarz kontrolliert nicht mehr das Feld E5. Wir werden sehen, das ist in vielen Varianten sehr wichtig. Besser wäre gewesen, also ich dachte eigentlich B5 oder so. Einfach die Bauern laufen lassen. Oder vielleicht E5 im Zentrum spielen. E5 sieht auch gut aus. Einfach mit mehr Einfluss, ne? Mit mehr Raum. Okay, Springer CB4. A3 greift ihn an. Und jetzt hätte er zurückgehen müssen, aber er läuft nach A2 rein. Aber der Springer steht hier nicht gut auf A2. Der kann zwar ja den Läufer schlagen, aber nur solange der da steht, ne? Wenn Weiß den dann rausbekommt. Es gibt hier einen versteckten Weg, den beide übersehen haben. Einen sehr interessanten Weg. Wie sollte Weiß spielen hier? E4 ist ein sehr starker Zug. Mit Angriff auf den Springer. Springer B6 und jetzt E5. Läufer H8 habe ich weiter analysiert und jetzt sehr stark hier D4. Die Pointe ist E schlägt D3, C schlägt D3 en passant, Läufer F4. Weiß hat den Läufer rausbekommen und der Springer auf A2 ist eingekerkert. Es droht hier Turm A1 sehr stark. Und dagegen kann Schwarz nicht so wahnsinnig viel tun. Ja, es gibt natürlich hier so ein paar komische Varianten, die die Engine anzeigt, aber es ist aus praktischer Sicht sehr problematisch hier mit dem Springer auf A2. Also es gab halt diese Möglichkeit mit E4, E5 und dann D4, um den Läufer rauszubekommen. Gut, man muss natürlich nicht en passant schlagen hier. Man könnte auch Springer schlägt C1 schlagen, aber dann denke ich, hat Weiß sowieso eine schöne Stellung. Der Läufer auf H8 ist eingesperrt, ne? Das sieht nicht schön aus. Und ich kann Druck machen gegen den Bauern C4 hier. Vermute ich mal sehr gut. Na gut. Was spielte Nepo? Er spielte nicht E4, er spielte E3. Vielleicht ein Mauslip? Nein, kein Mauslip. Die spielen ja, die haben ja live gespielt in Zagreb. Nicht online. A5. Das ist auch kein guter Zug. Ich habe ja am Anfang erwähnt, es ist keine fehlerfreie Partie, das ist aber auch egal. Wir müssen uns hier auch nicht immer nur Meisterwerke anschauen, sondern auch mal fehlerbehaftete Partien. Warum ist A5 ein Fehler? Werden wir später sehen. E5 wäre wichtig hier, um den weißen E-Bauern aufzuhalten, um diese Idee rauszunehmen. Stattdessen A5. Okay. D4 jetzt. Weiß möchte sich befreien. C3.
Ja, C schlägt D3, dann haben wir wieder das gleiche Problem wie gerade. Beispiel Läufer D2 und droht Turm A1. Der Springer auf A2 ist eingesperrt. Und hier macht sich bemerkbar, warum A5, hier macht sich A5 negativ bemerkbar für Schwarz, ne? Es droht auch Läufer A5 hier. Also A5 war nicht so gut hier. Also C schlägt D3 bringt nichts. C3 probiert hier Wesley so. Und jetzt kommt E4. Jetzt sieht er es. Jetzt rauscht er mit dem Bauern nach vorne. C schlägt B2. Läufer B2. Springer DC3. Alles richtig. So, und jetzt kommt Nepo, wie er leibt und lebt. Ne? Kommt es aus ihm raus. Turm A1 ist hier stark. Hier die Springer attackieren, damit die sich gegenseitig binden. Ne? Aktuell kann Weiß zwar noch kein Material gewinnen, aber die schwarzen Springer stehen da wirklich doof irgendwie und die kommen da gar nicht raus. Turm A1 wäre weißer Vorteil. Stattdessen spielt er E5. E5 ist, und das ist ja kreativ. Nennen wir es mal so. In einer klassischen Partie hätte er das mit Sicherheit nicht gemacht. Denn es ist ein Fehler eigentlich. Wegen Springer schlägt B1. Wesley so lässt sich nicht beirren. E schlägt F6. Springer zurück. F schlägt E7. Turm E8. Weiß hat eine ganze Qualität geopfert. Für einen tollen Bauern, den er jetzt auch deckt. Mit Turm E1. Ja. Aber was haben beide hier übersehen? Ein ganz simpler Zug mit dem Schwarzen, einen riesen Vorteil erhält. Wie würdet ihr fortsetzen? Turm C7 hier. Schwarz holt sich den E-Bauern ab und steht dann auf Gewinn. Oder hat klaren Vorteil, sagen wir es mal so. Weil das ist ja der sehr, sehr gefährliche Bauer. Stattdessen kam hier Springer A4 und das ist ein dicker Fehler. Tja, impulsiv gezogen. Greift den Läufer an, aber Weiß muss den Läufer gar nicht wegziehen. Weiß spielt jetzt hier ganz stark D5. Ups, da kommt noch ein Bauer angerast. Und jetzt steht Weiß plötzlich auf Gewinn. Es droht einfach D6, D7 und dagegen kann Schwarz herzlich wenig machen. Springer schlägt B2, D6. Springer D3 greift den Turm an. Okay, den dürfen wir jetzt nicht opfern. Turm E3 ist aber okay, greift den Springer an. Springer C5 deckt hier das Feld D7. Ja, vergesst mal hier die lokale Engine. Also die Browser-Engine ist ein bisschen lahm, weil ich auch mein Internet hier auch sehr lahm ist im Hotel gewesen ist. Springer E5 unterstützt hier D7. B5. Gut. Es ist eh vorbei hier. Läufer D5. Jetzt kommt plötzlich der Läufer hier angerauscht. Greift hier den A2 an. F7. Bitter. Springer C1. Läufer F7 Schach. König A8. Läufer E8. Turm E8. D7. Und Wesley So gab auf. Warum? Weil nach Springer D7, Springer D7. Ja, kommt Springer F6 im nächsten. Egal was Schwarz macht. Und Schwarz verliert noch den Turm hier. Das ist ganz typisch für Nepo. Gerade in Partien mit verkürzter Bedenkzeit. Immer auf Chance, ne? Immer schön auf Chance suchen, auf Dynamik. Und man sieht auch für starke Großmeister wie Wesley So ist es ganz schwierig, dann sowas zu verteidigen. Wobei man sagen muss, dass dieses Turm C7, gefolgt von Turm schlägt E7, hätte man sehen können. So, jetzt schauen wir nochmal uns die Tabelle an von dem Turnier. Grand Chess Tour, dritte Etappe in Zagreb. Magnus Carlsen hat das Turnier gewonnen. Letztendlich relativ klar. Er hat zwar am zweiten Blitztag jetzt nicht so gut gespielt, aber er konnte sich sogar leisten, die beiden letzten Runden zu verlieren. Und ihr seht hier, ich weiß nicht, was dieses WC bedeutet da in der Tabelle. Das ist eine komische Tabelle, wenn ich ehrlich bin. Vielleicht Wildcard, I don't know. $40.000 hat er gewonnen und ihr seht dann, was die anderen gewonnen haben. Insgesamt war das, glaube ich, mit $140.000 dotiert. Ich meine ja. Ali der Safirussia war auch dabei, ist Zweiter geworden. Maxim Vaschela-Graf Dritter. Das waren die beiden Spieler, die am letzten Tag nochmal richtig aufgeholt haben. Beim Blitzen nochmal gut gespielt haben. Jan Nepomniachtchi und Wesley So waren dann punktgleich auf den Plätzen 4 und 5.
Das war das Turnier in Zagreb und meine Berichterstattung darüber. Ich hoffe, diese Partie hat euch auch gefallen und checkt auch gerne meine weiteren Kanäle aus auf YouTube und schaut doch mal gerne in die Videobeschreibung, da findet ihr viele nette Links, mit denen ihr mich unterstützen könnt. Alles klar, macht's gut. Bis bald.